Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Max und heute gibt es mal wieder einen Real-Life-Videoblog und ich habe natürlich ein paar Themen vorbereitet und da fangen wir jetzt gleich mit an. Ja, wie ihr euch sicherlich erinnert, vor ein paar Tagen hatten wir eine Sonnenfinsternis. In Deutschland konnte man sie als partielle Sonnenfinsternis bewundern. Das bedeutet, dass die Sonne nicht ganz vom Mond verdeckt wird und das hat einfach mit dem Betrachtungswinkel auf dem Planeten Erde zu tun. Und ja, es gab natürlich viele, viele Menschen, die dieses Himmelsschauspiel bewundert haben und ich bin da jetzt nicht so Fan von, weil ich habe damals 1999 irgendwie eine Sonnenfinsternis, da war ich bei der Bundeswehr, da haben wir da auch irgendwie hingeguckt. Aber ich muss jetzt sagen, dass es mich nicht so begeistert. Vielleicht ist das aber auch noch so ein Urinstinkt der Menschen, dass sie sagen, oh, guck mal. Aber ist okay, jemand, der sich dafür begeistern kann, finde ich absolut in Ordnung. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, wenn man im Internet dann sieht, wie diese Sonnenfinsternisbrillen, dieses Stück Pappe mit dieser Spezialfolie, für Preise gehandelt werden, die einfach nicht mehr normal sind. Es gab wirklich im Internet Angebote bei eBay für 350 Euro. Und so zwischen 100 und 300 Euro waren so die Angebote, die da teilweise über den Tisch gingen. Und da sage ich, ey, what? Aber doch nicht dafür. Ich meine, ganz ehrlich, das ist natürlich ein Ereignis, das findet nicht oft statt. Und ja, wenn man sagt, das ist mir wichtig, aber dann gibt es noch viel andere Möglichkeiten. Also es gibt in jedem Fotogeschäft Spezialfilter dafür, die kosten vielleicht ein bisschen mehr als so eine Papierbrille im Papierbrillenhandel. Aber zur Not tut es auch ein CD-Rohling. Ja. Ansonsten fand ich das wirklich einfach nur crazy. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Abends, wenn ich so mit meinen Kumpels zocke, dann sind wir halt im Teamspeak, wo wir miteinander quatschen können und so. Und wenn wir gerade nicht zocken, dann surfen wir alle so durchs Internet und jeder findet so das, was ihn so interessiert. Und wenn irgendwas Cooles dabei ist, dann teilen wir das miteinander, ne? So, dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und der Andreas, der hat ein Foto gefunden, da war ich so ein bisschen sprachlos. Ich blende euch das mal ein hier. Salz mit weniger Salz. Ja, es gibt jetzt leichtes Salz, also Light-Salz. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Und wenn ich das sehe, ne? Also dann sprudelt es in mir, dann fühle ich mich auch schon wieder irgendwie so ein bisschen Böhmermann. Also ganz ehrlich, ey, Salz mit weniger Salz, das ist doch wirklich gut. Ich meine, jeder Arzt sagt doch immer, sie müssen weniger Salz essen. Das ist gut für ihre Gesundheit, wenn sie einfach weniger Salz zu sich nehmen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt jetzt einfach salzen mit weniger Salz. Also da ist einfach weniger Salz drin. Ich glaube, da ist einfach noch eine andere Füllmenge drin, vielleicht irgendwie Maltodextrin oder wie das Zeug heißt, oder Mehl oder vielleicht einfach Sand oder so oder Steine. Und jetzt könnt ihr halt genauso viel Salz in euer Essen reinschmeißen wie immer, nur dass halt einfach weniger Salz dabei ist. Finde ich super. Also es wäre jetzt nicht sinnvoll, wenn ihr einfach weniger Salz einfach nehmt von dem Salz, was ihr immer kauft. Also das ist ja Quatsch. Deswegen kauft ihr am besten einfach das Leitsalz. Und mir fallen auch schon viele, viele andere Produkte ein, wo man sagen kann, Mensch, oh, Light, man kann es ja noch viel leichter machen. Also wir könnten zum Beispiel einfach Kaffee nehmen und da einfach weniger Kaffee reinmachen, Kaffee Light. Also das wäre auch eine tolle Idee. Und da könnte man halt auch irgendwie Mehl oder irgendwas anderes reinkippen und dann habt ihr einfach weniger Kaffee im Kaffee. Und also ich finde das super. Habt ihr nicht auch irgendwie ein paar Ideen, vielleicht weniger Waschmittel im Waschmittel oder einfach, ich weiß nicht, weniger Fernsehen im Fernsehen? Irgendwie, wir können doch einfach alles leichter machen, indem wir einfach weniger reintun und den Leuten dann einfach sagen, das ist wirklich super. Leichtes Salz. Also ich würde ja verstehen, wenn Salz fettig wäre, dass man sagt, ja, also weniger Salz und du wirst halt nicht so fett. Ne? Einfach friss doch mal die Hälfte. So. Ich finde das einfach bescheuert. Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein recht trauriges Thema eingehen und zwar den Flugzeugabsturz in Südfrankreich. Dort ist eine Germanwings-Maschine abgestürzt. Ihr habt die Bilder alle gesehen, ihr habt alle davon gehört. Es sind viele, viele Menschen gestorben, unter anderem halt auch Kinder aus Deutschland. Und ich möchte hier auch nochmal mein Beileid den Angehörigen aussprechen. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Und das sage ich jetzt aus einem ganz gewissen Grund. Es gibt Menschen im Internet, die haben scheinbar nichts anderes zu tun, als jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, wie zum Beispiel Annika Hansen, das ist eine Moderatorin hier. Vielleicht kennt ihr die aus Gamescom TV und so. Die macht auch, glaube ich, bei ProSieben ein paar Sachen. Und die Annika Hansen, die spielt gerne Golf. Und die hat an dem Tag des Absturzes, oder vielleicht sogar, ich glaube an dem Tag des Absturzes, hat sie ein Foto gepostet auf ihrer Facebook-Seite, wo sie Golf spielt. Sie spielt gerne Golf. Und da gab es dann wohl Leute, die darunter nichts anderes zu tun hatten, als
herumzuhaten und sie darauf hinzuweisen, dass das ja wohl total pietätlos wäre, wenn sie ein Golffoto postet und Spaß hat im Leben, wenn noch ein Flugzeug abstürzt. Also das geht ja gar nicht. Also normalerweise, ne, ist ja klar, also wir alle sind dazu verpflichtet, unser Beileid auszudrücken und vor allem Leute in der Öffentlichkeit, also gerade Annika Hansen, also die ist ja absolut verpflichtet dazu, immer auf dem neuesten Stand zu sein, ne, immer zu wissen, was gerade los ist in der Welt und dann auch ihr Beileid auszudrücken. Nicht. Nein. Natürlich, jeder Mensch hat irgendwie andere Sachen zu tun und jeder Mensch tut auch, was er möchte. Und ganz ehrlich, jeden Tag sterben auf dieser Welt Hunderte, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen, von Kindern an Hunger, an Durst und an Krankheiten. Und es interessiert kein Schwein, niemanden, kein Schwein interessiert sich dafür. Aber wenn so ein Flugzeug abstürzt, ne, dann muss Annika Hansen den Golfschläger aus der Hand werfen und muss auf Facebook posten, oh Gott, wie schrecklich. So. Und sie hat dann am nächsten Tag noch ein Statement veröffentlicht, wo sie ihm einfach geschrieben hat, ich wusste das nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum sie überhaupt ein Statement abgeben muss, weil halt User meinen, sie müssen mit so erhobener Moralhand sagen, oh Frau Hansen, das geht aber nicht. Wir können hier nicht einfach Golf spielen und Spaß haben, wo doch so ein Flugzeug abgestürzt ist. Müssen jetzt alle Menschen in tagelanger, wochenlanger Lethargie verfallen, weil so ein Flugzeug abgestürzt ist? Natürlich ist das schlimm. Und ich hoffe auch, dass es aufgeklärt wird, was da passiert ist. Aber das Leben geht weiter. Unser aller Leben geht weiter. Und nur weil jemand jetzt nicht sofort darauf reagiert, heißt das nicht, dass er jetzt keine Anteilnahme zeigen möchte oder so. Ich finde das einfach total beschissen. So, das war es jetzt eigentlich hier von mir und ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt es mir bitte unter das Video. Und ansonsten wünsche ich mir, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und falls noch nicht geschehen, auch ein Abo. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.